So, hier sind wir über Australien. Das war die Shark Bay. Sie sehen, Australien hat auch wieder eine andere Farbe. Nach einer Zeit stellt man fest, dass die Kontinente so gewisse typische Farben haben. Und ich möchte mal sagen, so nach 6 Wochen, wenn Sie da an so einem Bullauge vorbeischweben, so kurz einen Blick rauswerfen, dann können Sie meistens schon grob sagen, über welchem Kontinent Sie sind. Ob das jetzt über Asien ist, ob das über Afrika, über der Sahara oder über Süden von Afrika ist, ob das über Südamerika, Peru, Chile ist. Das ist auch etwas, was natürlich zu sehen ist. Hier Waldbrände, das war im Südosten von Australien. Hier sehen Sie mal, wie weit sich diese Rauchwolken erstrecken. Wir hatten, als wir damals oben waren, auch waren Waldbrände in Alaska. Und diese Rauchschwaden waren bis über den Atlantik in der Atmosphäre zu erkennen. Hier sehen Sie eine Aufnahme von Südamerika. Leider hat sich da ein bisschen das im Glas, in den Bullaugen gespiegelt. Aber da sehen Sie mal, da wird Brandrodung gemacht. Und das ist auch so ein Eindruck, den man dort oben gewinnt, wenn man über den Regenwald, über Brasilien fliegt. Man sieht diese riesigen Schneisen, die in den Regenwald geschlagen werden. Ich muss gestehen, wenn man das so hier in der Zeitung liest oder mal im Fernsehen sieht, denkt man, naja, das ist weit weg. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das mit Ihren eigenen Augen sehen, das ist wirklich beängstigend, wie hier der Raubbau an der Natur gemacht wird. Wenn man sieht, wie viel schon weggeholzt ist und wie, ich will jetzt nicht sagen, wie wenig, ich will es nicht übertreiben, aber in beiden Missionen, die ich hatte, mit etwa entferntem Abstand, kann man da wirklich sehen, wie sich das ausgedehnt hat, wie das vergrößert wurde. Das ist schon sehr, sehr bedenklich. Die Wolken einfach mal anzuschauen, ist auch wirklich beeindruckend. Klar, es gibt auch mal Phasen, wenn man tagsüber viel über den Südpazifik fliegt, dann ist es auch mal ein bisschen langweiliger, der Ausblick, weil insbesondere wenn dann da geschlossene Wolkendecken sind, dann ist das alles nur weiß und da braucht man dann nicht unbedingt rauszuschauen, aber man kann hier wunderschöne Wolkenformationen entdecken und das einfach mal genießen und dann natürlich 90 Minuten ein Orbit heißt, alle 90 Minuten Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Je nachdem, welche meteorologischen Verhältnisse am Horizont sind, das ist jedes Mal ein Naturschauspiel. Sie können hier wunderschön sehen, die Gewitterwolken, Tropopause, wie sich die dann oben so abflachen. Und der Sonnenaufgang oder Untergang ist wirklich ein Zeitraffer. Und es ist jedes Mal ein absolutes Naturschauspiel. Was Sie hier bei dieser etwas näheren Aufnahme, vergrößerten Aufnahme sehen. Also erstmal hier, die Atmosphäre ist hauchdünner Streifen. Das ist die eine Sache, die einen auch etwas berührt. Und der andere Aspekt, Sie können in diesem dünnen blauen Streifen so verschiedene blaue Schichten erkennen. Und das unterstreicht nochmal die Zerbrechlichkeit unserer Atmosphäre und unseres Planeten. Also insofern sind das wirklich Eindrücke, die lang bleiben und die einen auch immer wieder begleiten. So, jetzt haben wir ein bisschen uns die Gegend angeschaut, jetzt machen wir wieder ein bisschen was Technisches. ATV, das europäische Versorgungsraumschiff, 5 Stück wurden davon gebaut. Wir müssen gewissermaßen die Dienste, die man dort oben in Anspruch nehmen, müssen wir bezahlen. Ja, klar, wenn wir irgendwo zur Miete wohnen, muss man ja auch für Wasser und für Strom und so weiter zahlen, so ist das auch hier. Und wir wollen natürlich nicht jetzt das in Cash an die internationalen Partner geben, an die USA und selbst in Russland, sondern wir möchten lieber, dass das Geld in Europa, in der europäischen Industrie bleibt und wir dafür dann solche Dienste liefern. Dafür wurde dieses ATV entwickelt, denn mit dem ATV konnten wir die internationale Raumstation versorgen und haben damit gewissermaßen unsere Betriebskosten dann kompensiert, sogenanntes Bartergeschäft. Dieses Raumschiff hat eine Gesamtmasse von 20 Tonnen, ist ungefähr 10 Meter lang, Durchmesser von 4,6 Metern. Das schwerste Vehikel, das jemals von der Ariane 5 gestartet wurde, von Peru aus, und hat vollautomatisch bei dieser enormen Geschwindigkeit von 7,6
5,6 Kilometern pro Sekunde an die Raumstation angedockt. Das letzte ATV ist 2014 gestartet, ist dann 2015 in die Erdatmosphäre eingetreten und das ist so ein kleiner Wermutstropfen dabei. Sowohl das russische Versorgungsraumschiff Progress, als auch das japanische, als auch das ATV können zwar Nutzlast nach oben bringen, aber eben nichts zur Erde zurück. Das heißt, die verglühen beim Wiedereintritt. Der Wiedereintritt ist gesteuert. Er findet über der sogenannten südpazifischen unbewohnten South Pacific Uninhabited Area statt, zwischen Australien und der Westküste von Südamerika. Und das meiste verglüht beim Wiedereintritt. Größere Metallteile werden sicherlich dann noch am Boden bzw. auf der Meeresoberfläche ankommen. Aber es ist natürlich es wäre eine tolle Gelegenheit gewesen, hier dann den nächsten Schritt zu machen und dieses Cargo-Modul durch eine Kapsel zu ersetzen. Ich habe Ihnen hier mal das ATV im Vergleich zu anderen Vehikeln dargestellt. Hier sehen Sie die Apollo. Das ist die russische Progress. Die kann ungefähr 2,5 Tonnen an Nutzlast hochbringen. Das ist das japanische HTV. Das kann ungefähr knapp 5 Tonnen zum ISS bringen und das ATV etwa 7,5 Tonnen. Hier oben, das ist der hermetische Teil, also da können die Astronauten dann durch diese Luke hinein, können dort Nutzlast rausholen, da gehen ungefähr 5,5 Tonnen rein und dann sind hier in einem Zwischenteil sind Tanks für Wasser oder Kühlflüssigkeit oder Luft, Stickstoff, Sauerstoff und hier, das ist gewissermaßen das aktive Raumschiff, der untere Teil, und da sind dann Treibstofftanks, mit denen wir auch dieses russische Segment nachtanken können. Und das ATV hat die Station so in bestimmten Zeitabständen immer mal wieder angeschoben, sodass sie auf ihrer Orbithöhe bleiben kann. So, jetzt haben Sie ja schon viele Mal Starts gesehen, deshalb habe ich Ihnen jetzt mal eine Aufnahme vorbei mitgebracht, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Und zwar ist es beim Start von ATV-4 an der Ariane 5 Rakete eine Kamera, die nach hinten schaut. Und da sehen Sie jetzt gleich das Abtrennen der ersten Stufe, also der Hauptstufe. Und da sehen Sie, wie das dann von dem ATV wegmanövriert. Da werden die letzten Teile des Treibstoffes verbrannt. Hier sehen Sie, ist die Separation von der Hauptstufe. Und dann wird dieser Tank passiviert und dann tritt er in die Erdatmosphäre ein, verglüht. Und jetzt schauen wir gleich, dann macht die Oberstufe gezündet und das ist jetzt der Blick nach vorne in Richtung von dem ATV. Nachdem dann die Oberstufe ihr Werk getan hat, trennt sich das ATV von der Oberstufe und begibt sich dann auf den Weg zur Internationalen Raumstation. Das dauert dann ein paar Tage, bis der Orbit synchronisiert ist. Und bis sich das ATV dann ganz vorsichtig an die Internationale Raumstation annähern kann. So, jetzt hatte ich gesagt, das Programm ist im vergangenen Jahr zu Ende gegangen, aber natürlich möchten wir auf dieses Know-how, das in Europa vorhanden ist, gerne aufbauen. Hier hat sich eine Kooperation mit der NASA ergeben. Die NASA hat uns angeboten, das Service-Modul für die Orion-Kapsel zu bauen und das auf der Basis dieser Technik des ATVs und dieses Programm läuft gerade. Und damit sind wir jetzt bei diesem Partner gewissermaßen in dem kritischen Pfad von einem solchen Programm. Der Erstflug ist zunächst unbemannt für 2018 geplant und der erste bemannte Flug soll 2021 stattfinden. Und hier hoffen wir natürlich, dass sich da in Zukunft auch Fluggelegenheiten für europäische Astronautinnen und Astronauten ergeben. Und dieser Weg wird dann wieder etwas weiter von der Erde wegführen, nämlich in Richtung Mond, zunächst mal in die Nähe des Mondes und möglicherweise wird dann auch irgendwann die Rückkehr von Menschen zum Mond stattfinden. Was sind die Ziele in der Zukunft für die astronautische Raumfahrt, die ESA definiert hat? Ist natürlich weiterhin die Nutzung der ISS, Erdorbit,
Rückkehr zum Mond, zunächst mal robotisch, und die Erkundung unseres Nachbarplaneten Mars. Sie werden vielleicht heute in der Zeitung gelesen haben, Elon Musk plant auch eine Mission zum Mars. Die NASA möchte vielleicht so in 2 Jahrzehnten eine bemannte Mission zu unserem Nachbarplaneten schicken. Russland ist sehr daran interessiert, bis Ende des nächsten Jahrzehnts Menschen zur Mondoberfläche zurückzuschicken. Und Europa, wir haben eine Kooperation mit Russland bei einer politischen Mission für Ende dieses Jahrzehnts. Und was jetzt ansteht für uns, ist Ende des Jahres mit den Ministern der ESA-Mitgliedsländer über die Verlängerung der Beteiligung an dem ISS-Programm bis 2024 zu entscheiden. Also das sind die 3 Ziele für die Zukunft. Es dient im Wesentlichen 4 Dingen. Es wird natürlich immer danach gefragt, was ist denn eigentlich der Nutzen, wenn wir das machen? Natürlich der Erweiterung unseres Wissens. Wir können viel mit Robotern machen, aber eben nicht alles. Und wenn man mit Planetenforschern spricht, die sagen, 10 Minuten auf der Oberfläche von Mars, Mond, würde mir 10 Jahre von Forschung mit Robotern ersparen. Also es gibt sicherlich viele gute Gründe, dass man dann auch irgendwann mal wieder mit Menschen zum Mond und zum Mars zurückkehrt. Innovation, klar, Raumfahrt insgesamt, insbesondere die astronautische Raumfahrt findet an der Grenze des technisch Machbaren statt und hat deshalb auch immer gewisse Effekte für die industrielle Entwicklung insgesamt. Kooperation, ein ganz wichtiger politischer Aspekt bei all den Problemen, die hier auf der Erdoberfläche herrschen, ist es wichtig, dass es dennoch Ziele gibt, die von allen gemeinsam verfolgt werden. Und die ISS ist ein gutes Beispiel dafür. Und natürlich der letzte Punkt, Inspiration. Ich habe als 11-Jähriger die ersten Schritte von Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond verfolgt. Und das war für mich einfach ein Schlüsselerlebnis und habe mir gewünscht, vielleicht mal Astronaut zu werden, aber zumindest ein technisches Studium zu machen, Ingenieurstudium. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Effekt, der sich schweren Kosten-Nutzen-Analysen darlegen lässt, der aber sicherlich nicht unwesentlich ist. Ich denke, es steckt einfach in dem Gen des Menschen zu fragen, was ist hinter dem Horizont, eben neue Regionen zu erkunden. Und die Raumfahrt, gerade die astronautische Raumfahrt, symbolisiert das. Das könnte unser nächstes Ziel sein. Hier sehen Sie mal den Mondaufgang, nicht im Zeitraffer, sondern so schnell geht das, wenn man mit der ISS um die Erde fliegt. Und da arbeiten wir jetzt drauf hin. Wie gesagt, zunächst mit einer robotischen Mission, mit 2 Schlüsseltechnologiebereichen, nämlich der optischen Navigation und Obstacle Avoidance, dass wenn so ein Lander dann runtergeht, nicht irgendwie mit einem Landebein auf irgendeinem Stein aufsetzt und dann schief dasteht oder umkippt. Hier sehen Sie mal den Monduntergang. Jetzt achten Sie mal drauf, wenn das Licht durch die dichtere Schicht der Atmosphäre fällt, wie sich das dann verzerrt aufgrund der